Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Es ist was Blödes passiert. Ich hatte die Aufnahme hier schon mal gestartet, bin da reingegangen durchs Portal. Das können wir, glaube ich, nochmal machen. Ach, zum Glück. Leider ist mir die Aufnahme danach abgeschmiert. Ich habe hier etwas gefunden, das zeige ich euch jetzt einfach in meinem Inventar. Und zwar die Feder hier, Donalds Feder. Und das gemeine Kraut. Das haben wir hier gefunden im finsteren Hain. Mehr geht nicht. Ich kann euch mal zeigen, was passiert, wenn wir versuchen, in den Hain reinzugehen. Genau das. Wir kommen wieder zurück. Also, mehr ist hier nicht. Ja, war komisch. Ich konnte mich auf einmal einfach nicht mehr bewegen. Ich bin hier 3 Schritte weggegangen von ihm und auf einmal, ja, stand sie so fest. Und ich konnte nichts drücken. Escape, nicht gar nichts. Also, überhaupt nichts. Hey! Ja, wir haben uns kurz über den Hain unterhalten gehabt. Bring die Feder zu Merlin. Vielleicht kennt er einen Zauber, der dir hilft, Donald im finsteren Hain zu finden. Genau, ich weiß das sehr unsere zu Aufgabe. Schätzen. Kann ich sonst noch was mit dem machen? Stimmt was nicht. Lemphi, du hast diese seltsam aussehenden scharfen Pflanzen gesehen, oder? Ich glaube, sie heißen Nachtdornen. Ja, ich habe sie gesehen. Sie scheinen überall zu sein. Klar, klar, klar. Die Trolle glauben, dass alles in der Natur einen Nutzen hat. Glaubst du, wir könnten etwas Nützliches daraus machen? Was denn zum Beispiel? Ja, keine Ahnung. Tee? Dornkränze? Eigentlich. Ich überlasse den Umgang mit Nachtdornen lieber den Profis. Vor allem dir. Ja, wäre vielleicht besser. Kann ich dich mitnehmen? Oh, hey! Ich hab was für dich. Mitnehmen kann ich ihn noch nicht. Kann ihm irgendwas geben. Spargel, trockenes Holz will er haben. Okay, ist interessant. Leider habe ich jetzt tatsächlich kein trockenes Holz dabei. Ah, ich habe einen Obstsalat. Bitteschön. Und Level 2. Ich glaube, jetzt darf ich ihn sogar mitnehmen. Ja! Wow, danke. Das ist großartig. Level 2. Sehr schön. Und es gibt einen Pullover, den wir schon haben, glaube ich. Habe ich den nicht letztens gefunden in der vorletzten Folge? Ich würde mal Bergbau, oder? Bei ihm hier? Also ist ja eigentlich baut er ja Eis ab. Ich nehme mal Bergbau. So. Hey! Oh nein, ich kann ihn nicht mitnehmen. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte ihn mitnehmen. Neue Kleidung, kuscheliger blauer Pulli. Schön. Sind die Blaubeeren schon wieder nachgewachsen? Nee, schade. Vorhin war ich länger nicht dran, da sind die Blaubeeren wieder da gewesen. Das, da hatte ich mich sehr gefreut drüber. Jetzt leider noch nicht. Hier hatten wir Holz für Christoph. Mach mal noch ein paar davon ab. Ich habe immer noch irgendwie die Hoffnung, dass mal eine Kiste auftaucht von den blauen Dingern oder so. Naja. Ich glaube, die Hoffnung kann ich langsam begraben. Auch Halloween-Taler droppen hier scheinbar nicht. Ich habe jetzt online auch mal zwischendurch kurz gelesen wegen dem Halloween-Event. Dass es wohl auch eine Maske zu finden gibt. Und die ist auch manchmal in Kisten drin. Aber dazu müssten wir halt erstmal wieder irgendwie eine Kiste finden. Ist halt leider auch gerade keine wirklich da. Naja. Ich habe das Gefühl, dass das Kistenspawn wirklich weniger geworden ist. Schade. Vielleicht haben sie gemerkt, dass es beim letzten Event zu schnell ging. Da hatte man halt relativ viel. Vielleicht haben sie es deswegen geändert. Ich weiß es nicht. So, wir sollen zu Merlin, ja? Wir haben noch ein bisschen Inventarplatz, können wir also auch machen. Oh, was macht die da? Tai Chi? Schön. Machst du toll, Vaiana? Ist Merlin hier irgendwo? Ach, wo ist er denn? Oh, da oben. Verdammt. Da kam er gerade her. Dann machen wir was anderes kurz. Holen uns die Blaubeeren von hier unten. Leider ein ganz schönes Hin- und Hergerenne hier mit den Einsammeln. Ja, hier sind die Blaubeeren jetzt auch wieder da. Okay, dauert also nicht einen ganzen Tag. Ich habe vorher immer gedacht, wir müssen einen kompletten Tag warten. Die Kiste kriege ich leider da nicht raus. Dafür sind wir noch nicht gut genug. Da sind noch Blaubeeren. Ich will halt wirklich diese ganzen Halloween-Sachen haben. Das ist so schlimm. Ich weiß nicht, warum mich das so catcht. Furchtbar. Diese Flügel halt. Die Flügel und die Maleficent-Hörner. Wenn da nichts Cooles dabei wäre, wäre es, glaube ich, nicht so. Aber irgendwie, ja, daran habe ich einen Narren gefressen. Die hätte ich gerne. Ganz schlimm. Ich bin Vaiana von Motulul. Ich weiß, ich weiß. Oh, da ist schon wieder Mini am rumlaufen. Na gut, lassen wir sie mal. Wo ist jetzt schon wieder Merlin hin? Gott. Ach, ist der hier bei Dagobert wieder am Shoppen? Der ist da voll oft am Shoppen, habe ich das Gefühl. Ach, Merlin. Da ich bist du kann wieder. In die Zukunft sehen. Ja, ja. Also weiß ich, dass du mit mir reden solltest. Ah, oh, nicht verraten, Lenfi. Ich bin doch ein Wahrsager. Ich weiß, was du mir zu sagen hast. Oh, meine Erinnerungen an die Zukunft sind heute etwas undeutlich. Sag's mir bitte. Ich habe Christoph im Wald getroffen. Christoph? Ja, ja. Ist das nicht der Junge, der Flöte spielt? Oder war es ein Glockenspiel?
Laute? Ja, Laute. Ich dachte, er hätte das Dorf nach dem Vergessen verlassen, wie alle anderen auch. Es muss einen Grund geben, warum er geblieben ist. Naja, Donald Duck ist durch ein dunkles Portal gegangen. Oh je, Donald hat ein Portal gefunden. Vielleicht ist er ein Tor zu einer anderen Welt? Und der finstere Hain ist voller Nebel? Könnte dieses Portal zu demselben Ort führen wie das, das du am Strand gesehen hast? So viele Fragen. Aber wir müssen uns beeilen. Donald könnte in Gefahr sein. Wir müssen einen Weg finden, ihn zu finden. Okay, ich suche eine Möglichkeit, Donald zu finden. Nun, es gibt nur einen Weg, ihn zu finden. Wir brauchen einen Ordnungszauber, der in diesem finsteren Hain funktioniert. Du brauchst ein paar Smaragde, eine Pflanze aus dem finsteren Hain und ein paar Traumscherben. Scheiße. Ich bin sicher, du wirst einen Weg finden, alles zusammen in die Smaragde, verdammt. Wenn du bereit bist, bringen sie zu mir. Die habe ich doch gerade erst verkauft. Oh, hätte ich die mal gesammelt. Zwei Smaragde, ja, sonst haben wir alles. Oh, hi Minnie. Ach, wie ärgerlich. Das ist jetzt super ärgerlich mit den Smaragden. Die habe ich halt wirklich verscherbelt. Mir ist aber aufgefallen, dass man Edelsteine auch aus Steinen kriegt, die es nicht anzeigen. Hier jetzt. Und auch da, aber das ist kein Smaragd. Schade. Ein Rubin, glaube ich. Ah, jetzt sind wir schon wieder hier dabei. Ich hätte die im Inventar gehabt. Das ist so ärgerlich. Hätte ich die einfach in der letzten Folge nicht verkauft. Oder vor der Folge. Ich weiß nicht genau, wann ich es gemacht habe, aber auf jeden Fall habe ich es eben erst verkauft gehabt. Schade, schade. Das ist kein Smaragd, oder? Peridot und Granat. Ach, das ist ein Granat, kein Rubin. Okay. Ist das nochmal ein Peridot? Okay. Traue ich mich gar nicht mehr, die zu verkaufen. Das bringt halt super viel Geld. Aber wenn ich die dann nachher auch wieder für irgendwas brauche. Ach. Andererseits haben wir nicht so viel Platz in unseren Kisten. Wir müssen die Sachen verscherbeln. Oh. Da komme ich, glaube ich, nicht durch. K.O. Wir werden gleich mal kurz schlafen gehen müssen, glaube ich. Vorher verscherbe ich hier noch was. Ich wünschte, er würde endlich mal wieder Tomaten Schön, verkaufen. Schön, dich zu sehen. Naja. So, die Dinger kannst du haben und die da. Bringt halt nicht so schlecht. Da drüben ist wieder Peridot, leider. Kann ich was essen zwischen... Oh, da wollte ich nicht hin. Erstmal ein paar Möhren. Ah, okay. Ah, die Nichtgerichte quasi, die bringen nicht so viel. Okay. Ich. Entschuldigung, hab gerade rüber geguckt zu den Katzen. Nee, weg damit. Ruhen uns mal kurz aus. Okay. Dann wieder zurück. Das geht zum Glück schnell. Man muss sich nicht erst hinlegen oder irgendwas. Das ist sehr angenehm. Oh, passt nicht mehr. Okay. Das da geht aber noch. Na gut. Moment. Ich sehe da was. Wieder Granat. Haben wir natürlich kein Glück. Dann kriegen die ganze Zeit die falschen Sachen. Warte mal, die hier können wir mal gießen. Vielleicht kriegen wir eine Kiste draus. Oder irgendwas? Nee, leider nicht. Okay. Schade. Kann man halt auch schon gute Sachen raus. Na gut, ist leider auch der falsche. Können wir trotzdem holen, ist aber leider falsch. Ärgerlich. Gut, ich hole den, aber ist leider auch wieder nicht der richtige, glaube ich. Ne? Ist auch wieder der grüne. Oh mein Gott. Eine blaue Kiste. Wow. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Na, wie viele kriegen wir? 10. Ey. Das ist ja unglaublich. Wow. Was haben wir denn da unten eigentlich? Was ist denn das hier? Und wie teuer?
5000. Aua. Oh, oh, ah, hallo. Lichtung des... Ach, das ist die Lichtung des Vertrauens. Können wir uns leider nicht leisten. Dafür brauchen wir auch noch ein paar Punkte. Dann. Wir haben hier ein bisschen was erfüllt, aber dafür reicht es noch nicht. Aber fast. Fast. Okay. Das ist wahrscheinlich das Gleiche, oder? Wenn ich mal gucken müssen, weiß ich gar nicht. Vielleicht ist es noch was anderes. Ich freue mich schon drauf an den Tag. Also ich freue mich auf den Tag, wo wir alles geholt haben. Sind die Blaubeeren wieder da? Nee, okay. Keine Ahnung, wie lange man tatsächlich warten muss, bis die wieder da sind. Wie gesagt, vorhin war ich mal kurz nicht am PC, habe kurz Pause gemacht und dann waren sie wieder da. Doch. Ernsthaft. Unser Kleid ist, glaube ich, ein bisschen zu voluminös. Wir kommen hier nirgendwo durch. Und mir fällt gerade auf, dass wir die ganze Zeit barfuß rumlaufen. Na gut, auf dem schönen Grün hier ist ja eigentlich ganz nett. Sind da oben noch Steine, die ich übersehen habe? Na gut, die kriegen wir nicht weg. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, hier sind leider keine Steine. Können wir da hinten noch gucken? Ach, hey Wolli. Schön, dass die auch hier oben jetzt rumlaufen. Wir haben auch einen Teich. Vielleicht können wir da andere Fische angeln. Kann ich den Eisblock da weghauen? Auch mal interessant zu wissen. Nee. Okay. Zumindest noch nicht. Ob es irgendwann geht, keine Ahnung. Das war unendlich teuer. Da kommen wir gar nicht rein momentan. Okay. Ja, leider keine Smaragde gefunden. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich die verkauft habe. Naja. Gut, werden wir noch die Tage finden, nehme ich an. Muss ja nicht alles auf einmal. Ich bin schon wieder zu ungeduldig. Das liegt aber vor allem an dem Halloween-Event, dass ich gerade so ungeduldig bin. Weil ich irgendwie die ganze Zeit hoffe, dass wir irgendwas freischalten bekommen, womit ich dann halt ja, im Halloween-Event weiterkommen und Punkte kriege. Das ist furchtbar. Deswegen spiele ich eigentlich keine Online-Spiele mehr. Weil das einen immer so... Das kommt mir schon wieder vor wie früher WoW mit den Daily-Quests. Weil jetzt habe ich auch so das Gefühl, ich muss jede Stunde reingucken, ob Blaubeeren wachsen und sowas. Das ist... Ja. Genau aus solchen Gründen habe ich keine Online-Spiele mehr gespielt. Also halt sowas, so MMORPGs, wie WoW halt. Vielleicht irgendwann kam es mir eher wie Arbeiten vor, als wie alles andere. Es hat einem irgendwann kaum noch Spaß gemacht, um den Arbeitseffekt, den man irgendwie hatte, aufzuwiegen, ehrlich gesagt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dass das hier ähnlich wirken könnte. Durch genau solche Sachen. Vor allem, ich muss halt wirklich sagen, also ich meine, guckt euch das an, das sind halt hier, warte, 100. Warum 100? Warum nicht einfach nur 20 oder so? Oder hier 30 Zwei-Sterne-Gerichte, 50 Blaubeeren, also ganz ehrlich, auch hier 2500 für Premium. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen hoch, die Summen. Ich finde, das könnte man auch ein bisschen günstiger anbieten. Auch hier, wir brauchen, damit wir hier die Premium-Sachen kriegen, halt auch das. Das ist halt scheiße. Wie kriege ich das? Da muss ich hier auch erst wieder... Ich muss 20 für nichts ausgeben quasi, damit ich hier auf Seite 2 überhaupt komme. Ja, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen... Ja, unnötig halt. Irgendwie zu grindig, zu unnötig. Man kriegt es halt auch schwierig. Da muss ich halt wirklich ständig dann einloggen. Weiß ich nicht. Habe ich tatsächlich leichte Bedenken mit. Man könnte natürlich auch sagen, gut, scheiß drauf. Also interessiert mich nicht, die Events kann man natürlich auch. Ich meine, wir haben Katzenohren bekommen. Sollte uns reichen. Könnte uns auch reichen. Wisst ihr, was wir mal machen? Wir gehen mal zu Maui. Wenn wir die Aufgabe jetzt hier halt gerade nicht machen können, dann machen wir doch was anderes Sinnvolles. So. Ich finde es schön, dass man hier doch nochmal Aufgaben auch kriegen kann. Ich hoffe, es ist auch richtig, dass der da jetzt ist. Noch. Nicht, dass er woanders rumhängt. Nee, da ist er noch. So, ich habe gehört, du hast Schwierigkeiten. Maui hat immer Zeit für seine Fans. Damit ich das richtig verstehe, Vaiana hat mich verlassen. Sie ist einfach gegangen, um in irgendein Dorf zu ziehen. Du kannst auch kommen. Hä? Ja, klar. Glaubst du, ich folge Vaiana einfach so hinterher, wie dieses Huhn es getan hat? Wo ist das Huhn eigentlich? Das glaube ich nicht. Wen interessiert das schon? Ich bin hungrig. Das Essen in meinem Dorf ist fantastisch. Wir haben sogar ein Restaurant. Es ist wirklich eines Halbgottes würdig. Das werde ich selbst beurteilen. Du willst, dass ich in dein Dorf gehe, ha? Bring mir was zu essen. Mal sehen, ob es meinen hohen Ansprüchen gerecht wird. Gern geschehen. Okay, was willst du denn haben? Ein drei Sterne Gerichte. Oh Gott.
Wir müssen immer so übertreiben. Der muss doch nicht drei Gerichte essen. Der kann doch auch eins essen. Also, weiß ich nicht. Ich finde das manchmal ein bisschen übertrieben alles. Naja. Kann ich die Muscheln hier aufheben? Nee, die sind nur Deko scheinbar. Okay. Na gut, na gut. Nicht aufregen. Wir kriegen drei Sterne-Gerichte schon irgendwie hin. Zwei Sterne-Gerichte habe ich jetzt auch hinbekommen. Zum Verkaufen. Stimmt, das können wir auch noch machen. Zwei Sterne-Gerichte verkaufen. Habe ich denn dafür Zutaten? Ich habe sehr viel im Garten auch geerntet nebenbei. Ja, wir kriegen was damit hin. Sogar Weizen. Das geht auf jeden Fall. Damit können wir was machen. Dann müssen wir nur wieder einen Ort finden, wo wir mal eben kochen gehen. Am besten da, wo ich es auch gleich wieder verkaufen kann, ehrlich gesagt. Also wieder zu Goofy. Wir kochen gerne bei Goofy. Kann ich es halt auch gleich loswerden. Hey, was war das denn? Das war Wolli. Ich denke, jedes Mal, wenn Wolli ein bestimmtes Geräusch macht, denke ich, dass er eine Katze faucht. Oh Gott. Okay. Habe ich Platz? Ja, total viel Platz. Warte mal. So, quasi gar keinen Platz. Ich mache das jetzt, weil er halt auch schon wieder fast Folgenende ist. Deswegen können wir wieder ein paar andere Sachen machen. Hallöchen. Ich würde gerne verkaufen. Ja, Wolli, ist ja gut. Granat. Glänzender Peridot, der ist mehr wert, ne? Schön. So, bitteschön. Die brauche ich nicht. Okay. Oh, wartet. Da ist wieder, ja, der Stein nachgewachsen. Ja, okay. Kommt mir jetzt ungelegen. Habe ich gerade eben verkauft, aber gut. Ich gucke nochmal hier. Vielleicht finden wir ja nochmal einen Smaragd. Ich werde dann wieder in den Zwischenfolgen, werde ich wieder losziehen. Und werde, ja, nach Items suchen, die wir brauchen. Weil ihr seht ja, das ist echt so manchmal so ein Endlos-Ding. Ja, auch wieder der Falsche. Ich glaube, wenn man die Quest hat, kriegt man es erst recht nicht. Dann wird auf einmal die Schwierigkeit, glaube ich, einen Smaragd zu finden, erhöht. Also vorher hat man irgendwie Drop-Chance 40% und jetzt sind 10 oder so. Hallo, Kumpel! Wahrscheinlich nicht, aber... Bitteschön. Auf jeden Fall kriegen wir Kohle. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich frage mich, vielleicht... Na, nee, ich glaube nicht, dass man die Halloween-Sachen dann bei Dagobert im Laden irgendwann kaufen kann. Glaube ich irgendwie nicht dran. Naja. Ich glaube, es reicht, wenn man zum Beispiel so einen Salat und eine Mohrrübe macht, um einen 2-Sterne-Obstsalat, grünen Salat zu kriegen. Ja, okay, perfekt. Machen wir das mal. Ich glaube, immer ein Gemüse mit so einem specialigeren Gemüse. Oder Salat oder so. Dann... hat man schon. Das können wir zigtausendmal machen. Wir müssen es halt auch nur noch 14 Mal machen, ehrlich gesagt. Dann haben wir schon. Das könnten wir schaffen. Das könnten wir vielleicht in dieser Folge schaffen. 14 davon. Dann haben wir wieder ein paar Halloween-Punkte, die wir für Schrott ausgeben können. Ah, schön. Wer liebt es nicht? Gut, dass ich bei Mickey auf dem Gelände so viele Mohren angepflanzt habe. Ist eine sichere Nummer, ne? So kann man nichts falsch machen. Wir müssen auch nicht mehr machen als nötig. Es soll auch nicht mehr sein. Ich glaube, 3 Sterne würde wahrscheinlich nicht gelten. Das ist wahrscheinlich die nächste Aufgabe. Ich koche 50 3-Sterne-Gerichte. Ich sehe es schon kommen. So, dann muss ich mal gucken, ob ich andere Sachen noch mixen kann. Außer Salat. Was ist denn mit Seetang und einer Muschel? Habe ich das schon mal probiert? Achso, das ist auch das. Das ist nur 1 Stern. Okay. Heidelbeer und eine Muschel. Ich werde noch ein bisschen rumprobieren nebenbei. Ich glaube... Ach nee, es war Weizen mit Fisch, glaube ich, was noch mehr bringt. Was kann ich denn hier noch mixen für ein 2-Sterne-Gericht? Nee, nur 1 Stern. Ich weiß es tatsächlich jetzt nicht so genau. Ich habe die ganze Zeit Salat mit einem... Oh! Eine Gemüsesuppe. Das funktioniert. Okay. Dann machen wir doch das. Das sieht voll lecker aus. Oh. Ich habe mir einen Hokkaido-Kürbis gekauft. Ich möchte am Wochenende, weil ja nächstes Wochenende Dingens ist, Halloween. Ich zelebriere das ja immer sehr und ich möchte mir zum ersten Mal, habe ich jetzt einen Kürbis gekauft und möchte mal versuchen, den zu schnitzen. Mal schauen, ob es klappt. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Und ich möchte natürlich auch aus dem Innenleben, möchte ich auf jeden Fall was Leckeres machen. Level 1 Cracker, okay. Habe ich das schon versucht von 2 Jahren? Weiß ich nicht.
Okay, ist nur eins. Bananenwachsen, was kommt da? Achso, auch wieder die Cracker, okay. Wenn ich... Moment. Ach. Wenn ich drei Sachen mache? Oh, kein Platz mehr. Ui. Okay, wir müssen verkaufen gehen. Wie sieht's aus? Achso, wir müssen die ja noch verkaufen, stimmt. Wir sollen sie ja nicht nur herstellen, wir sollen sie ja auch noch verkaufen. Aber ich glaube, so viele haben wir noch nicht. Schön, dich zu sehen. Jipp, finde ich auch. Ich habe ganz viel Zeug für dich, oh Gott. Ich verkaufe mal alles, wir brauchen Platz im Inventar. Wow, das ist eine Menge. Okay, könnte vielleicht sogar hinhauen. Mal schauen. Oh. Fehlt jetzt genau ein Gericht oder so? Ne, wir haben's. Oh, schön. Was kommt jetzt? Verschenke Lieblingsgeschenke. 10 Stück. Oh, das ist aber nicht so schwierig. Da müssen wir uns ja nur die Leute angucken. Okay, das geht. Das kann ich auch zwischen den Folgen machen. Da müsst ihr nicht dabei sein. Dann würde ich die Gerichte oder so kochen, die sie mögen. Hier, Dingens mag doch Weichholz. Schenken wir ihm doch einfach 10 Stöcker oder so. Was mag sie? Ich guck mal kurz. Vajana, was magst Hallo. Du so? Ja, gut. Flussbarsch. Ein Flussbarsch können wir hinkriegen. Auf Wiedersehen. Okay, dann würde ich sagen, wir sind am Folgenende. Dann werde ich mal hier ein bisschen was machen. Damit wir in der nächsten Folge vielleicht auch mal wieder vorankommen. Ich werde mal schauen, ja, dass ich vielleicht auch Smaragd finde oder so. Damit wir mal wieder storytechnisch, nicht nur hier die Halloween-Aufgaben, sondern tatsächlich auch einfach storytechnisch vorankommen. Ich meine, immer wenn ich was mache, kriegen wir auch Dreamlike-Punkte. Das ist ja das Gute. Und ja, wir sind bei 3000, also 4000. Dann könnten wir zum Beispiel in die eine Tür gehen, in die neue. Also schauen wir mal. Oder, ja, sparen das halt, um hier in neue Bereiche zu kommen. Bin mir noch nicht ganz sicher. Schaue ich mal. Okay, dann schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye!